Bremer Verein Borda dreht sich alles um das kostbare Nass. Doch die international tätige Organisation bohrt nicht etwa Brunnen. Sie kümmert sich um das Abwasser in Entwicklungsländern. Wenn man sich eine Stadt wie Delhi vorstellt, in der jährlich viele, viele Menschen zuziehen, die Stadtverwaltung und die Stadtplanung niemals hinterherkommt, eine Infrastruktur zur Kanalisation bereitzustellen. Es gibt viele Haushalte in Städten wie Dar es Salaam oder Delhi, Bangalore, in denen der Klärschlamm, der anfällt, niemals abtransportiert werden kann. Das heißt, hier Systeme und ein Management zu entwickeln, wodurch die Haushalte eine sichere Sanitärversorgung genießen können, ist eigentlich unsere Aufgabe. Denn noch immer sterben Schätzungen zufolge täglich 1000 Kinder durch Krankheiten wie Cholera und Typhus, verursacht durch verunreinigtes Abwasser. Auch in Dar es Salaam im afrikanischen Tansania war die Entsorgung von Abwasser und Klärschlamm lange ein großes Problem. Mit der Einführung dieses Projekts sind die Gebühren nun erschwinglich geworden. Verglichen mit den hohen Kosten, die von Abwasser-Lkw erhoben wurden und die das Abwasser über illegale Rohre in den Fluss leiteten. Aber jetzt haben diese kleinen Lastwagen, die jede Straße erreichen können, unser Leben vereinfacht. Die sogenannten Sanitation Workers pumpen die Fäkalien mit Schläuchen aus den häuslichen Latrinengruben, um sie mit einem Lastwagen in die Fäkalschlammaufbereitungsanlage zu transportieren. Dort wird der Klärschlamm umweltgerecht aufbereitet und es entsteht beispielsweise Dünger für den Einsatz in der Landwirtschaft. Von einflussreichen Bremerinnen und Bremern, unter anderem aus Politik und Wissenschaft, wurde Borda 1977 gegründet und hat aktuell 14 Mitglieder, aber mehr als 200 Mitarbeitende. Denn die Vereinsarbeit erfordert viele Fachkräfte, erklärt Geschäftsführerin Judith Ringelstetter. Wir arbeiten nicht mit Ehrenamtlichen. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir doch ein sehr spezielles Fachwissen brauchen. Das sind überwiegend natürlich auch Ingenieure im Abwasserbereich, die dann mit in der Projektimplementierung sind. Dadurch, dass wir tatsächlich auch mit öffentlichen Geldern arbeiten, ist das wirklich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Von Bremen aus werden die verschiedenen Projekte koordiniert, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Stiftungen und anderen Geldgebern entstehen. Aber auch Ortsbesuche sind wichtig für die Vereinsarbeit. In 25 Ländern war und ist Borda schon aktiv. Dazu zählen Bangladesch, Kambodscha und Tansania. Mehr als 3500 Anlagen konnten in den vergangenen 45 Jahren bereits errichtet werden. Der Vorteil davon ist, dass wir nicht einfach hingehen und sagen, nehmt bitte unseren Ansatz, er ist der tollste, sondern wir entwickeln ihn gemeinsam zusammen mit der lokalen Gemeinde, mit den Experten vor Ort zusammen und wir setzen auf die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir schulen die Mitarbeiter dort vor Ort. Das Konzept von Borda ist es nicht nur, für sanitäre Infrastrukturen an einzelnen Orten zu sorgen. Die Projekte sollen Nachahmer finden, um die Lebensbedingungen der Menschen dauerhaft zu verbessern. Wenn man bei Borda ist, es ist mehr als diese paar Buchstaben, die das ausmachen, sondern es strahlt wirklich in den kompletten Lebensbereich. Es öffnet einem die Augen, viele Dinge, die hier selbstverständlich geworden sind. Man merkt letztendlich, wie gut man es hier hat. So, und auch unsere Pflicht ein Stück weit, diese Lösungen auch Menschen näher zu bringen, die nicht die Möglichkeit haben, in unserer Infrastruktur groß zu werden. Bis das erklärte Ziel der Vereinten Nationen, also der Zugang zu sauberem Wasser und einer Sanitärversorgung für alle Menschen, erreicht ist, ist es noch ein weiter Weg. Die Mitglieder von Borda sind fest entschlossen, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ein cooler Verein, oder? Noch mehr davon findet ihr hier auf dem RTL Nord YouTube-Channel oder ihr schaut einfach mal auf dem Streaming-Portal RTL Plus vorbei. Da findet ihr alle aktuellen Ausgaben unseres TV-Regionalmagazins RTL Nord.